Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde mit dieser wunderschönen Melodie. Ja, jetzt müssen wir eine Region auswählen, die wir in Rohan, die wir verteidigen wollen oder müssen. Mit der Armee Eomers. Westendet oder östliches Rohan? Hier kriegen wir plus 20 Kommandos und 10 Rohstoff und hier kriegen wir eine Spezialfähigkeit. Ich glaube, ich nehme Westendet zuerst und dann. Hier sieht man auch nochmal, wo sich unsere Helden gerade befinden. Die Gemeinschaft Merry und Pippin. Sieht man auch da unten jetzt, wie die Orks da laufen. Das ist ja, wo sie die gefangen genommen haben und dann nach Isengard sich aufmachen. Die Gemeinschaft Legolas, Gimli, Aragorn und Boromir. Ja, Boromir, weil er jetzt mit dabei ist. Eigentlich wäre Gandalf auch nicht mehr mit dabei, aber ich habe ihn ja auch dazu gebracht, dass er halt überlebt und so. Und dann sind hier nochmal Frodo und Sam, die sich jetzt aufs Nebelgebirge zu begeben oder gerade im Nebelgebirge sind und sich auf dem Weg immer Stück für Stück weiter nach Mordor kämpfen. Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal Westende, dann warten nämlich 20 Kommandos und 10% Rohstoff auf uns, wenn wir das schaffen. Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet. Ja. So, Eomer, 5 Bogenschütze und 30 Rohirrim. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Westemnet ist das größte Teilgebiet Rohans. Hier befinden sich die größten Städte und Festungen der Riddermark. Wenn sie fallen, sind die Menschen Rohans verloren. Besiegt alle Truppen Isengards! Okay, das werden wir tun. Macht euch kampfbereit! Oh. Unser Volk braucht uns! Hier haben wir sogar eine richtig schöne Festung. Weiter rauskrollen können wir leider nicht. Besiege alle Einheiten Isengards. Das werde ich mit Vergnügen tun. Hier werde ich erstmal 3 Gehöfte bauen. Fürs Erste. So, erstmal gucken wir uns die. Zerstöre alle Lager des Bösen. Bonus. Kaufe für 3 Bataillone schwere Rüstung. Das habe ich schon gemacht, weil ich 3 Bataillone mit schweren Rüstung schon mit in diese Quest genommen habe. Und noch ein Bonus. Steige mit Eomer ein Level auf. Das sollte auch kein Problem sein. Das Gehöft ist fertig. So, noch ein Gehöft bauen und dann kann es mit der Produktion richtig schön losgehen. Ist hier in der Umgebung noch irgendwo ein Gehöft, was man bauen könnte, was ich jetzt schon sehe? Nee, noch nicht. Haltet sie von uns, für eine Teufelei ist das? Ach, die haben Eisregen, verdammt. Ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, wir verlieren den den Anführerbonus. Ich bin mir aber nicht sicher. Kampfturm werde ich mir auch noch bauen. Unser Land versinkt im Schatten. Brechen wir auf! So, hier werde ich einen Brunnen bauen. Ein Rohan-Brunnen. Und hier werde ich erstmal ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir ein kleines. Was Kleines zum Bauen irgendwo. Um uns ein bisschen auf der Map zu verteilen. Oh, da! Um uns ein bisschen zu verteilen auf der Map. Eine Rohan-Schießstand. Ne, ich baue hier erstmal. Erstmal die Rohstoffe sichern. Haltet die Augen offen! Da war noch was. Da habe ich doch gerade was gesehen, oder nicht? Da, wusste ich doch. Hehehe. Die beiden Orkarbeiter sind tot und dann werde ich hier mal ein bisschen angreifen. Wir haben ein neues Gehöft. So, und hier werde ich einen Schießstand bauen. Ein paar Bogenschützen später auszubilden. Ach genau, und wir können uns mal eine neue Fähigkeit. Aber erstmal, wenn sie das hier. So. Da oben ist auch noch ein. Dings. Mutig voran. Oh. Der Schießstand ist bereit. Attacke! Wir werden angegriffen. Wir haben also auch schon Schwertkämpfer, die mit verbesserten Rüstung und so. Wir haben ein neues Gehirn. Nein, das sind zu viele. Schnell zurück. Wir werden uns dort sammeln. So, und jetzt kann ich mal eben schnell was aussuchen. Hab ich schon. Ah, ich brauche 4 Punkte. Dann kann ich nämlich das hier machen.
Elbenwald. Bringt die Umgebung zum Bluten. Alle Verbündeten einer plus 50% Rüstung. Alle Feindlichen einer verlieren. Alle Führerschaftsboni. Helden sind immun. Klicke erst links, dann rechts. Ja. Unser Land wird belagert. Hier kommt ihr nicht rein, meine Lieben. Oh, muss ich euch enttäuschen? Es tut mir aber leid. Jetzt versuchen sie einmal rumzugehen. Na dann. Stopp, ich werde mir hier einen Geheimgang bauen. So, die sind hier verschwunden. Das heißt, hier wird irgendwas zum Bauen sein. Da werde ich auch mal mit ein paar Rohirrim hinreiten. Ich will ja nicht, dass sie mir alles kaputt machen. Dafür habe ich meine Rohst... Oh. Die wollen sich hier die... Ah ne, da ist irgendwas zum Bauen, aber die Waage versperren den Weg. So. So, dann wenn wir die besiegen, kriegen wir hier schön ein paar Rohstoffe raus. So. Hier baue ich mir auch nochmal was. Ein Kampfturm. Und eine Einheit Rohan-Bauern, die hier noch ein bisschen wieder das Gebäude reparieren können. Den Vorposten kostet 800. Aber die können doch auch einfach von der Seite kommen. Warum sind die... Na, egal. Das werde ich auch noch zerstören. Kriege ich auch noch ein paar Bonus-Rohstoffe. Wo war ich denn jetzt? Hier oben. Kommt, Leute. Wir müssen kämpfen. So, und ihr baut das jetzt wieder zusammen. Gut. Brechen wir auf! Ich würde ja gerne mal wissen, wo die genau ihre Station hier überall haben. Mist, ich müsste. Ich tue mal Eomer immer dazwischen. Dann kriegt er nämlich. Dann kriegen die nämlich Rohstoffe, wenn sie Gegner besiegen. Ist es dann ganz praktisch. So, jetzt baue ich hier noch eine Rohanstellung und da baue ich dann hier die Rüstkammer. Haltet die Augen offen. Okay. Rohirrim. Schön, 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 schön. So gut, dann. Rohan-Gehöft, da kommt ja auch noch ein Gehöft hin und da kommt ein Brunnen hin. Immer mal so ein paar Heilungspunkte immer überall hinbauen. Wir müssen alle kämpfen. Wir haben ein neues Gehöft. Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Macht euch kampfbereit! Das Gehöft ist fertig. So, das ist ja schön, dass das Gehöft fertig ist. Dann kann ich hier auch nochmal ein Gehöft bauen. Wir haben angegriffen! Rohan darf nicht untergehen. Menschen der Rittermacht. So, schnell. Oh oh, schnell verteidigen. Das ist ganz schön schnell, wenn das so viele sind. So, oh, schön viele Rohstoffe für die Gegner, die wir hier besiegen. Hehehehe. So. Gut, jetzt müssen wir hier wieder ein paar... So, repariert das mal bitte. Ihr könnt das ja so gut. Hey, ihr sollt das reparieren. Geht doch. Gut. Dafür habe ich jetzt auch gerade genug gekriegt. Ich weiß ja nicht, wo ihre wo deren Festung ist. Ich könnte ja mal gucken gehen. Dies ist unsere Stunde. Also die kommen, die sind eben von hier oben gekommen. Da, oh mein Gott. Weg hier. Ihr sollt das immer noch reparieren. Oh, Hirim.
Macht euch kampfbereit! Ich lock die mal zu meinen Toren. Ah, lauf, 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 lauf. Lauf schneller. Ja. Los! Sammelt euch, Jäger! Macht euch kampfbereit! Ja. Sie greifen an! Mal ein paar Bogenschützen holen. Macht euch kampfbereit! Wir müssen unser Land verteidigen. Holt eure Waffen! Wir werden uns dort sammeln. Einer! Macht euch kampfbereit! Wir werden angegriffen! So, der... Rückzug! Ein schneller Rückzug, weil wenn er vom Pferd fällt, dann... Es ist nicht so schön. Es kostet nämlich einiges, so einen Helden wieder zu beleben. An eure Bögen, Landvolk! So viel kostet denn hier so eine Erweiterung? Bannerträger. Oh, hier, geschmiedete Klingen. Ich warte lieber auf schwere Rüstung. Haltet sie von uns fern! Durchlöchert sie mit Pfeilen! Reiter der Mark! Vorwärts! Nein, nicht da lang, nicht da lang. Ah, lauf da lang, schneller. Reitet aus! Ach, das, da gibt's ja auch noch einen schnell! Punkt, wo man... Haltet die Augen offen! So, die werden hier... Ist mal ein bisschen fertig gemacht. Rüstung ist fertig. Sie greifen an, ihnen nach! Wir haben ein neues einen Pfeilhagel! Hohirren! Zur Festung! Reitet! Reitet sie alle nieder! Wobei, ich könnte hier... Das war ja dumm von mir, dass ich hier gerade... So, mit den Reitern kann ich ja die Schwertkämpfer sehr gut umbringen. Oh mein Gott! Es werden ja immer mehr. Mist. Okay, dann versuche ich jetzt mal hier einige auszubilden noch, damit ich mir die Feuerpfeile kaufen kann. Bleibt bei mir! Sie haben angegriffen! Unser Land wird belagert! Ach du Scheiße. Schon ein bisschen viele, finde ich. Aber nur ein bisschen. Ist eigentlich Eomir schon... Nee. Sie haben die Zitadelle zerstört. Kein Level aufgestiegen. Aber ich werde jetzt schön viele Orks killen. Urukai meine ich. Orks und Urukai sind ein Unterschied, ja. Wenn ich jetzt Eomir dazwischen gehabt hätte, wäre das noch besser gewesen. Unser Land gedacht. Unser Land versinkt im Schatten. Nein, man habe ich 6 für den bekommen. Macht euch kampfbereit. Ja. Folgt mir. An eure Bögen, Landvolk. So, jetzt ist es auf Stufe 2. Ja, perfekt. Feuerpfeil Upgrade gleich mal kaufen. Holt eure Waffen. Die kommen mal weg. Machen wir nämlich ganz viele Feuerbogenschützen. Sammelt euch, Jäger! Stimmt, die Rohan-Rohirrim könnte ich mir auch holen. Die Bogenschützen. Haltet sie von uns fern! Unser Land wird belagert! Jetzt können wir Feuerpfeil einsetzen! Durchlöchert sie mit Pfeilen! So, erstmal Feuerpfeile kaufen. Oh, schön. Feuer einstellen! Der Feind! Pfeile los! Ihnen nah! Bleibt bei mir! Feuer einstellen! Reisassen in die Festung! Ach du Scheiße, geht doch schnell in die... Ah, egal. Zielt auf ihre Herzen! Schnell, ich brauche ein paar Rohstoffe, damit ich die Feuerpfeile ausbilden kann. So.
Ich brauche ein paar mehr Bogenschützen. Ah, ich habe gar keinen. Ah, verdammt. Dies ist unsere Stunde. Los! So. Die haben sich wieder zurückgezogen. Jetzt holen die immer ihre Armee raus, wenn ich aus der Festung rauskomme. Reiter Rohans, reitet! Der Feind ist unter uns, Männer! Eure Waffen! Rettet sie nieder! Feuert weiter! Für Herr und Land! Haltet ein! Wir reiten nach Hause! So, schnell rein da. Ja, oder. Oder durch die Reihen reiten geht auch. So, wir haben kaum noch. Jetzt haben sie erstmal keine Lanzenträger mehr, glaube ich. Ich kann ja mal ein bisschen vorpreschen und gucken, was da so los ist. Und da hinten kommen schon die Lanzenträger. Schnell weg hier. Weg! Der Feind ist unter uns, Männer! Beeilen wir uns! Vorwärts! Oh, auf zur Festung. Beeilen wir uns! Schützen, damit die Berserker gar nicht erst an uns rankommen. Vorwärts! Haltet eure Bögen bereit! Freisassen in die Festung! So, hehehe. So. Stell ich mal hier hin. Ein paar mehr Bogenschützen wären cool. Kosten aber so viel hier. Ah, kann da nicht schaden. Und da wollen welche von hinten kommen, das sehe ich doch ganz genau. Auch nur so ein paar. Das macht ja gar nichts. Dann heile ich den mal eben kurz und dann mache ich den nächsten Angriff. Ich meinte damit alle. Ihr könnt auch ruhig reingehen da. In die. Oh, Eomir steht draußen. Ah, egal. Macht ja nichts. Der heilt sich ja so oder so von alleine. Oben konnte ich noch ein paar Bogenschützen platzieren. Müssen mal zwei Einheiten auf jeden. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Haltet die Augen offen! So, ihr kommt mal mit dazu. Ja, ich habe das so lange nicht gespielt, dieses Spiel. Ich bin so schlecht. Die Quest kann man bestimmt viel schneller schaffen, aber. Naja, ich bin ja nicht gerade der Schnellste. Ich baue mir langsam. Ja, können wir eben keinen weiteren befehligen. Ich bin nicht so. Ich bin eher so einer, der baut sich langsam eine Armee auf und dann spielt dann eine richtig große und greift dann halt mit richtig vielen Leuten an. Das mag ich lieber. So, die muss ich mal eben, die habe ich gesucht. Was ist denn da? Oh oh. So. Genau neben meinem. Neben meiner Festung ist aber unhöflich, da was zu bauen, ne? So. Das Sägewerk wird auch mal schnell kaputt gemacht. So, dann bauen wir hier gleich mal was Schönes wieder. Sobald man das ja auswählen kann, was ist denn da oben? Sammelt euch, Jäger. Immer weiter. So, die kommen dahin. Haltet die Augen offen. Da ist kein Lager, okay. Wir reiten. Abscheuliche Kreaturen! Und durch die Mengen. Oh Mann, die Pferde sind so stark, also die Reiter. Kaum einer kommt um, auch weil sie halt auch diese schwere Rüstung haben und alles. Kriegen kaum Schaden und. Ach, schön. So, dann gucke ich mal, von da kommen auch die ganze Zeit irgendwelche Gesellen, die mir nicht gefallen. Sie haben angegriffen! Reiter Rohans, reitet! Ich will mal gucken, von wo folgt mir hier die ganze Zeit die
Orks kommen. Jagt sie aus diesem Land. Erstmal das hier schon kaputt machen, wieder das Sägewerk. Ich übernehme jetzt ein Sägewerk nach dem anderen. Nach dem anderen nehme ich sie ein. Okay, das ging schnell. So. Verteidigt dieses Land! Da sind noch mehr! Los, Reicher Rohans! Auf die Uruk-hai! Mit Gebrüll! Wir wählen zum Glück kaum Bogenschützen aus, deswegen. Abscheuliche Kreaturen! Ah, da ist auch schon deren Lager. Fordert dieses Land zurück! Für den König! Da muss ich aufpassen, dass sie nicht die ganze Zeit von Pfeilen getroffen werden. So. Jetzt geht's eins nach dem anderen. Zwischendurch kann ich ja mal eine Heilung reindrücken. Mit meinen Einheiten. Ach du Scheiße. Verteidigen können sie sich doch recht gut. Ich heile die alle mal ein bisschen. So, jetzt greife ich erstmal die Zitadelle an, dann, wenn sie die nämlich kaputt haben. Also wenn ich die kaputt habe, dann können sie erstmal nichts mehr bauen. Bevor sie die Zitadelle wieder aufbauen. Beeilt euch bitte, ich will gleich einen Rückzug machen. So. Das ist mal taktischer Rückzug. Weil ich da doch relativ viel verloren habe. Solange der Hauptmann da von den Einheiten hier überlebt, können sich die ja mal wieder regenerieren, sofern die auf Level 2 sind. Also das ist ganz gut. Ich bin auch mal so frei. Nee, doch nicht. So, schnell zurück zum Lager. Und mich da heilen. Kann ich hier mal wieder ein paar neue machen. Die Schwerter, geschildete Klingen-Upgrade kann ich bauen. Das ist kein Problem. So, jetzt mache ich mal drei Einheiten hiervon wieder, von den Rohirrim-Reitern. Haltet eure Bögen bereit! Und da oben kommt auch noch was drauf. Unser Land wird belagert! Ach, sind die immer noch dabei? Da kann ich ja Eomer mal eben hinschicken. Der regelt das mal eben. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Für den König! Wir werden angegriffen, wenn es sein muss. So, damit er nicht so viel Schaden kriegt, die Bogenschützen, macht er das mal zu Fuß. Weil er kriegt nämlich mehr Schaden, wenn er auf dem Pferd sitzt. Von Bogenschützen und sonstigen. Wollten die mein Tor kaputt machen? Ich glaub's nicht. Aber das zu reparieren kostet zum Glück nicht so viel. Holt eure Waffen! Eins und zwei. Na gut, dann jetzt aber. So, auf dein Pferd. Sammelt euch im Lager. Oh. Ach, ein Arbeiter. Wow. Ich zittere bereits vor Angst. Wir sind bereit zu kämpfen. Der Feind! In Deckung, Männer! Dies ist unsere Stunde. Wir greifen das Lager an. Hoch, alle Feinde! Der kommt nicht dazu, die. Nein! Mein Gott, so. Ach du Scheiße, wo kam das denn her? Ach so, die, weil die Leiter umgefallen ist, ja, natürlich. Verdammt.
Die haben mir doch so einige wiederbelebt. Ups, da kommt was, was ich nicht möchte. Nein, noch nicht dadurch. Ah, die sind so blöde. So, und jetzt schnell zurück. Am besten hier lang. Ah, ich bin so blöd. Jetzt laufe ich natürlich nochmal durch die Speerleute durch. Speerträger. So. Zurück zur Festung und wieder heilen. Oh, ich bin so dämlich. So schaffen wir das doch nie. Nie schaffen wir das so. Die Stallung muss auf Stufe 2 sein. Bilde ich nochmal eine Rohirrim Bogenschützen-Einheit aus. Mist, einer hat überlebt. Das kann mal so eine Einheit Bauern übernehmen. Wir können nicht noch mehr Soldaten befehligen. Unser Land versinkt im Schatten. Auch keine Bauern mehr? Doch. Ach du Scheiße. Nein, rein da. Speerträger sind böse. Speerträger werden hier nicht bedient. So. Jetzt greife ich mal von der anderen Seite an. Hier werde ich mal nochmal rein tun. Denn ich will jetzt mal von der anderen Seite angreifen. So, und jetzt müsste ich eigentlich irgendwann nochmal Schilde für die Rohirrim bauen können. Dann ziehen die Pfeile und Lanzen nämlich nicht mehr so viel. Es wurde hier gerade so schlagartig dunkel. Ich habe mich schon gewundert, aber das war einfach nur, dass die Wirkung von Saurons Auge nachgelassen hat. Was auch richtig gut so ist. So, und jetzt will ich das andere Lager von den Urukai finden. Da ist nichts. Aber hier kann ich was bauen. Macht euch kampfbereit! Schnell weg! Sammelt euch im Lager! Mann, diese blöden Speerträger, da muss man noch was gegen tun können. Ja, die Bogenschützen habe ich nur, mehr habe ich nicht. Brauche ich nicht. Unser Land versinkt im Schatten. Werde ich in meinem Brunnen bauen. Was sollen die tun? So, dann kann ich, können sie mich hier gleich heilen. Wir müssen unser Land verteidigen. Ich brauche mal langsam 4 Spezialfähigkeitspunkte. Damit ich hier richtig schön was, mir meine Einheiten immer stärken kann. Ah, überall wird man angegriffen. Kaum baut man was, wird das sofort wieder versucht zu zerstören. Der Feind! Entdeckung, Männer! Tod allen Feinden! Wir haben ein neues Schiff. Sag das zu! Abscheuliche Kreaturen! Schön, dass der Brunnen sich auch schnell selber heilt. Und das sogar relativ schnell. Ja! Verteidigt dieses Land! So, und danach, nachdem sich die Truppen hier mal eben schnell geheilt haben, werde ich mich auf die Suche nach irgendeinem anderen Punkt hier machen. Heilen die sich überhaupt? Heilen die sich? Sieht nicht danach aus. Verteidigt dieses Land! Da sind sie. Jetzt muss er sich erstmal selber wieder. Ah, jetzt hat er die Heil. Nee, doch nicht. Ach, was weiß ich denn? Attacke! Abscheuliche Kreaturen! Vorwärts!
Vernichtet sie! Verteidigt dieses Land! Ja, natürlich, wenn die Leiter umfällt, das ist ein bisschen blöd. Huch! So viele! Sie greifen an! Da sind noch mehr! Unsere Truppen werden angegriffen! Da sind noch mehr! Schön durch die Reihen reiten. Ah, so ist das schön. Und jetzt mal eben hier heilen. So, jetzt musste der Brunnen eigentlich seine heilende Aura ausstrahlen. Ja. Jetzt mal ein bisschen näher ran, damit sie auch alle heilen. Von da oben ist auf jeden Fall irgendwie eine kleiner Posten. Ein Posten von dem Posten. Diese blöden Urukai, die nerven mit ihren ständigen Mini-Angriffen. Ich will jetzt die Einheit hier mal eben heilen und dann will ich weiter. Wenn sie nicht geheilt werden wollen, haben sie selber Schuld. Haben sie sich jetzt hier auch einen Posten gebaut, oder wie? So. Genug geheilt. Die Pflicht ruft. Ja. Abscheuliche Kreatur! Unsere Feinde haben das Land besetzt! Sag das zu! Holt eure Waffen! Ah, hier haben sie so einen kleinen Punkt gemacht, deswegen kommen hier die ganzen Belagerungssachen raus. Sag das zu! Und vor allem kommen die dann auch schneller raus, weil sie davon mehrere Sachen haben. So, das geht auch schnell. Unser Land versinkt in Schatten. Gut, einen Punkt nach dem anderen mache ich jetzt kaputt, damit sie auch immer weniger Rohstoffe haben und dann greife ich den Hauptposten an. Haltet die Augen offen! Da sind sie! Weiter, weiter! Ha! Angriff abbrechen! Vor allem kriegen die dann auch richtig schön hier am Ende, wenn ich das hier geschafft habe, 20% Rohstoffe, glaube ich. Ne, 10% und 20 Kommandos. Was ich sehr schön finde. Das gefällt mir sehr gut. So, und jetzt wird angegriffen hier. Och verdammt, die werden hier schon wieder angegriffen. Och nö. Wir reiten. Los. So, was, jetzt setze ich das hier ein. Mache hier jetzt ein Lager nach dem anderen kaputt. Egal, wer mir am Hals sitzt. Da sind noch mehr. So. Hier auch nochmal, zack, 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 einmal durchrushen. Dann hier auch nochmal. So. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr... Ich glaube, weitere Helden habe ich gar nicht. Gucke ich gleich nach. Das ist alles ruhig. Okay, die Zitadelle haben sie auch noch, aber sie haben hier nichts mehr aufgebaut. Nichts mehr Neues, warum nicht? So, jetzt wird das hier kaputt gemacht. Wieder eine Urukgrube weniger und wieder weniger Einheiten für den Gegner. So, wenn ich den Hauptposten zerstört habe, ist der Rest nur noch ein bisschen Körnersuche. Das heißt, ich muss durch das Land laufen und gucken, wo die ihre restlichen Posten haben. Das mache ich mal hier. Und gleich kann ich schon wieder heilen. Das ist geil. Okay, ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Entdeckung,
Und ich kriege sogar noch Rohstoffe, wenn ich die Gegner besiege, weil ich Eo mehr dabei habe. So, hier. Ist auch eine kaputt. So, und jetzt auf die Gegner. Ich glaube, die haben sich hier da hinten wieder eine Uhu-Grube gebaut. Deswegen haben wir jetzt wieder ein paar Einheiten. Oder das waren die Einheiten, die meine Zitadelle da hinten kaputt gemacht haben. Schießt der nicht? Sieht aus, wenn sich die Zitadelle gar nicht verteidigt. So. Und, war's das schon? Nee, war's noch nicht. Ich zerstöre alle Lager des Bösen. Okay, dann werde ich hier mal eben mein Lager aufschlagen. Wir müssen unser Land verteidigen. Einfach nur mit Mauern und so. Und wenn hier mal Ärger herrschen sollte, dann werde ich da schon hinkommen. So, aus welcher Richtung kommen die jetzt? Die müssen sich jetzt nur verraten. Ich glaube, in Lager werden auch diese Sägewerken alles gemein. Mache ich hier mal zu und mache hier einfach so eine Industrie, so ein Industriegebiet raus. Oh, was sehe ich da denn? Unser Land versinkt im Schatten. Da oben auch. Mach erstmal da oben. Warte, ich teile das so. Dann geht das schneller. Das Gehöft ist fertig. Wir haben ein neues Gehöft. Das Gehöft ist fertig. Natürlich, jetzt habe ich nur die Bogenschützer hin geschickt. Oh. So, jetzt wird das wird der Rambock noch kaputt gemacht. Ich glaube, das ist das letzte Lager von denen hier. Denke ich einfach mal. Hoffe ich. Wie sieht es hier oben aus? Sehr gut. Gut, ist auch kaputt. Das stimmt, das haben sie. Und deswegen werden sie jetzt auch bezahlen. Oh, das kriege ich aber Angst. Ich denke mal, die haben ja unten auch noch was gebaut und dann. Diese Zitadelle ist auch Geschichte. Ich werde hier mal eben hier heilen, so ein bisschen. Oh, wollt ihr euch ein Schlachthaus bauen? Aber ohne Zitadelle wird das ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, das war's. Immer noch nicht. Dann haben sie hier garantiert was gebaut. Ja. Denke ich, wenn da Einheiten von kommen. Oh ja. Versuchen verzweifelt noch ein paar Einheiten zu machen. Das würde ihnen aber nichts bringen. Na los, ein bisschen schneller hier. Ich weiß, ich habe ja auch. Ach, jetzt haben sie sich da oben bestimmt auch wieder zwei gebaut. Ah. Ich hoffe nicht. So. So. Ja, gut. Dann haben wir ihn doch erfolgreich die Uruks zurückgeschlagen. Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Das stimmt. Vor allem, weil ich dafür Stunden gebraucht habe. Naja, aber es gibt schon wieder noch mehr Missionen, für die wir noch sehr lange brauchen werden. Die werden dann mehrere Parts brauchen, denke ich. Also ich kann mich ja nicht mehr richtig an das Spiel erinnern, von daher weiß ich nicht, wie lange die Missionen später noch dauern. So, richtig schön Kommandeurspunkte gekriegt und 20 Kommandos und 10 Rohstoffe, 10% mehr Rohstoffe, das ist schon ziemlich geil. Eomer, besiegte Gegner,
Oha. Nicht schlecht. Ich habe ja teilweise noch Rohirrim, die habe ich noch von der vorherigen Mission. Die Macht Isengards ist ungebrochen. Immer noch ziehen seine Armeen plündernd durch Rohan. So, hier die... kehren immer weiter nach Isengard, die beiden hier. Die beiden einmal die Orokai und Aragorn, Gimli und Legolas. So, was ist hier denn eigentlich alles noch? So, okay. Ja, im nächsten Part werden wir uns dann... ja, nämlich einfach mal östliches Rohan. Ostendet. Für östliches Rohan, das wird ein bisschen schwieriger, so wie ich es in Erinnerung habe. Deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.